Wenn das Licht jetzt über die Berge kommt, dann fällt der Schatten auf die einzelne Lage drauf. Das ist einfach wunderschön. In der nächsten halben Stunde, jetzt die blaue Stunde. Und da ist. Da schlägt mein Herz. Große Weine, wie aus dem Burgund, will er machen. Der Mann aus der Südpfalz. Im Leben muss Vorbild haben. Und Burgund ist, seitdem ich 65 das erste Mal da war, eine Vision. Weißt du, wenn du so eine Idee hast oder so eine Vision hast und es läuft ins Leere, dann kannst du dran zerbrechen. Und das den Leuten klar zu machen und dann zu sagen, das ist ein Wein, wie ich ihn gern trinke. Und die sagen, das ist gut. Dafür habe ich gekämpft. Und kämpfe immer noch. Ja. Frank, du musst ein bisschen besser aufpassen. Das ist gesund noch. Das darf nicht reinschmeißen. Das liegt da, das darf nicht sein. Fritz Becker aus Schweigen in der Südpfalz hat in diesen Tagen mal wieder einen Todfeind. Ausgerechnet im Kammerberg über dem elsässischen Weißenburg, die Lage, die ihm alles bedeutet, scheint die ganze Rotweinernte gefährdet. Wenn so eine Pinot Noir-Traube, wenn sie reif ist, zwei Tage Wasser hat, fängt die automatisch an zu faulen. Und die Fäulnisse sehen Sie hier. Diese Beere ist aufgesprungen und das ist innerhaub von zwei Tagen Fäulnis, gibt dann Essig und ist unbrauchbar. Muss also unbedingt aussortiert werden. Jede Stunde ohne Regen muss jetzt genutzt werden für die Lese. Und er muss immer dabei sein. Seinem strengen Blick darf nichts entgehen. Das ist wichtig für uns jetzt, jede einzelne Traube in der Hand zu haben und diese Trauben auszusortieren. Das ist jetzt eine Traube, die riecht auch nach Essig. Riechen Sie mal. Wer sich die besten Weine aus dem Burgund zum Vorbild genommen hat, der kann hier nicht einfach einen Vollernter durchschicken. Über 20 Arbeiter braucht er für diese genaue Lese von Hand. Und auch sein Sohn, der sonst den Keller macht, muss in den Weinberg. Und die Laune des Vaters ertragen. Ein Winzer wird in solch einer komischen Periode wie der Herbst und einer solchen schlechten Wetterlage wie jetzt immer zwei, drei Jahre älter. Das ist so. Du darfst mit einem Winzer in der Haupterntezeit nicht reden. Weil er sofort in die Höhe geht, sofort platzt wie ein HB-Menschen, weil er so angespannt ist innerlich, um die beste Qualität zu erreichen. Und dann noch so ein Wetter dazu, das ist der reine Terror. Nach einem Leben im Weinberg weiß ein Winzer wie er, dass er nur Teil eines ewigen Zyklus ist. Von Sonne und Regen, Wärme, Kälte. Seine Arbeiter kommen aus dem Elsass. Super. Claude hat's gut gemacht, gut aufgepasst. Warum? Weil sie schön aussehen. Hä? Schön aussehen tun sie. Ah, ja. Die Traube, ja. Das ist ja immer schön, man passt immer auf. Ja, genau. Morgens mit Aufwaschen um 5. Dann denkst du, was machst du jetzt wieder, wenn es dann noch regnet? Furchtbar. Also das ist sehr, sehr schlimm. Weil du hast alles gemacht, das ganze Jahr über. Die Trauben sind wunderschön. Es gibt einen super Jahrgang. Jetzt regnet es drei Tage. Da kannst du die Hälfte verbrennen. Das ist halt so. Das ist unser Los. Vater Friedrich und Sohn Fritz. Sie haben die klassische Arbeitsteilung vereinbart. Der alte Fritz macht den Weinberg, der Junior den Keller. So kommt man sich weniger in die Quere. Würde ich dazu machen. Denn da war ja so wenig drin, die müssen wahnsinnig faul, oder? Man soll auch nicht faul. Nee. Beide haben so ihren Kopf. Und so soll auch der Wein sein. Unverwechselbar, eigenwillig. Und er soll verraten, wo er herkommt.
Wir wollen uns ja gerade eben nicht globalisieren, wir wollen ja das Umgekehrte. Wir wollen unsere Region, unsere Typizität hier in Schweigen, im Schweigener Sonnenberg oder im Kammerberg oder im St. Paul, diese Typizität von diesem klitzekleines Stück Land, die wollen wir rausarbeiten, weil die ist nicht reproduzierbar. Das gibt es nur einmal auf der Welt. Wie es nur ein La Tache in Burgund gibt, nur ein La Romanée und so weiter, gibt es nur ein St. Paul, es gibt in Siebeldingen nur einen Sonnenschein, in Birkweiler nur einen Kastanienbusch, in Forst nur einen Pechstein. Ja, und das ist das, auf was wir uns konzentrieren wollen und müssen, finde ich auch. Das, was niemand auf der Welt nachmachen kann. Das ist unsere Stärke. Wo ist denn Glot? Das machen wir. Glot, weißt du nicht? Das machen wir da. Einen eigenen Kopf hatte schon der alte Fritz. Gegen den Willen seines Vaters war er als junger Mann aus dem Winzerverein ausgetreten, hatte sein eigenes Weingut gegründet. Mein wichtigster Satz damals war, ich will Wein machen und will nicht in der Anonymität eines 500.000 Liter Tanks verschwinden. Aber selbstständig, der Gedanke kam erst nach meiner Heirat. Da habe ich mich stark gefühlt mit meiner Frau, das durchzusetzen. Und da war ich 100% überzeugt, das wird gelingen, gegen alle Unkenrufe. Und mein Vater war einer der, mein schärfster Kritiker. Ich habe ein super Verhältnis gehabt zu meiner Mutter und habe eigentlich nur positive Erinnerungen an sie. Ja, sie war so der ruhende Pol in der Familie, sag ich mal, weil wir Bäcker sind ja eigentlich alle Hitzköpfe, ne? Und die Köpfe, kann man sagen, ne? Und sie war halt immer so ein bisschen der Puffer. Der Konflikt der Generationen hat offenbar Tradition im Hause Bäcker. Schon der alte Fritz hatte gegen den Vater rebelliert, der nicht wollte, dass der Sohn seinen Weg geht. Mein Vater war stellvertretender Vorsitzender von der Genossenschaft Deutsches Weintor. Dann haben die gesagt, was macht denn dein Sohn daheim? Da ist er bald kaputt gegangen dran. Das war sehr, sehr schwer. Aber letztlich hat er es dann, konnte er es nicht verhindern. Aber er hat es eigentlich nie so zum Ausdruck bringen können, dass er sich trotzdem freut. Schade. Schade, ja. Sehr schade. Sie war ja auch schwer krank jahrelang, das hast du aber nicht angemerkt. Und das ist so ganz typisch für sie. Die hat sich aufgeopfert, sag ich mal, für den Betrieb. Also sie ist auch ein ganz wesentlicher Faktor für meinen Vater gewesen, den Betrieb überhaupt aufzubauen. Auch der alte Fritz war ein zorniger, junger Mann. Und das eigene Weingut war sein Lebenstraum. Die Mutter hielt die Familie zusammen, bis sie krank wurde und starb. Und der Junior sich anderswo Bestätigung holte. Die Frau hält es immer zusammen. Das war, die Frau ist die ganze Familie zusammen. Ich habe gar keine Zeit gehabt, mich darum zu kümmern. Weil das, was wir angefangen haben, war so wichtig für mich, dass es auch funktioniert. Und das hat meine ganze Kraft gebraucht. Deshalb kam es auch so, dass ich mich gar nicht so darum kümmern konnte, was eigentlich anstellt. Weil ich war dann sehr beschäftigt mit meiner Frau, dass die mit ihrer Krankheit zurechtkommt. Das war Powerfrau einfach, ne? Die hat geschafft bis zum Unfall. Die hat die Leute bekocht, die hat das Büro gemacht, die hat die Weinkunde bedient. Die hat das gemacht, was heute drei Leute machen. Ja, schon ein Wahnsinn. Auch während ihrer Krankheit noch. Also das ist für mich ein großes Vorbild auch. Die Worte Qualität kommt vom Quälen, gell? Einmal im Jahr ist Hoffest bei den Bäckers. Man trinkt und redet mit den Kunden, mit den Freunden, mit der Familie. Der Wein muss verkauft werden, die Arbeit eines ganzen Jahrgangs. Trotzdem ist Zeit für alte Familienfotos. Vom jungen und vom alten Fritz. Lang ist's her. Auch der Senior zeigt Bilder von seinem Lebensthema, dem großen Vorbild Burgund mit dem fabelhaften Weingut Romanée Conti. Ein Buch, das ist für mich wichtiger wie die Bibel. Das ist die Signierung vom Noblet, vom Mitbesitzer, wo ich sehr stolz drauf bin. Das sind dann die Lagen von Romanesix. La Tache, Romanée Conti, Richebourg. Das sind also, da ist nur ein Weg dazwischen und sind völlig andere Weine. Die Weinberge rund um das Schlösschen St. Paul. Hier kann er wahr werden, sein Traum von einem neuen Burgund. Vor allem sein Kammerberg ist wie geschaffen für Spätburgunder der allerhöchsten Qualität. Davon ist er fest überzeugt. Ganz egal, was andere davon halten. Ich war 65 das erste Mal in Klo geschoben.
Und das ist ja der Heilige Gral in Burgund. Ne? Dann bin ich in der Weinberge rumgelaufen und habe gesehen, das sind die gleichen Böden wie bei uns. Kleine Kalksteine, Ton dabei, kleine Kalksteine, wunderschöner Burgunderboden. Aber das können wir bei uns auch. Dann habe ich mir auch zwei Flaschen gekauft dort bei, in einem Weingut. Den haben wir dann getrunken im Bus. Und dabei ist er begeistert und hat gesagt, das, da war ich 17 Jahre alt. Der Kammerberg liegt auf elsässischem Boden. Er ist sein größter Stolz. Kammerberg, ja. Kammerberg, ja. Die Bedingungen sind hier schon optimal. Und da das Beste draus zu machen, ist jedes Jahr meine Intention, weil das ist mein Augapfel von Weinberg. Und ich weiß, dass ich noch nicht den besten Wein gemacht habe, den ich hier rausholen kann. Dieses Jahr ist wieder kein Jahr dafür, weil es zu früh nass ist und zu früh fault. Aber es gibt mal ein Jahr, wo man die Stöcke rauslesen können, wo vielleicht 10 Trauben dranhängen, ähnlich wie im Burgund. Kleine Trauben, wunderbar konzentriert, voll. Und das gibt einen Wein, den ich noch machen will. Und dafür hat er sich ausgerechnet das höchste Vorbild für roten Burgunder ausgesucht. Romane Conti. Ein Mythos aus dem Burgund. Wenn du weltweit gute Burgunder trinkst und weltweit auch mit Leuten redest und sagst, was hältst du für den besten Rotwein der Welt, dann sagen dir 99% Romane Conti. Das ist halt so. Das ist kein Bordeaux dabei. Vielleicht noch mal Vega Sicilia aus Spanien und der Peter Sisek. Aber das ist halt so. Da gibt es auch keine Diskussion. Da kostet eine gute Flasche halt. Beim Erzeuger relativ bezahlbar, sagen wir 1.200, 1.500. Wenn es in den Handel geht, nach Hongkong, kostet es 12.000. Die Flasche, nicht die Kiste. Das ist der Unterschied. Was ein Familienweingut bedeutet, darüber ist man sich im Hause Becker einig. Auch schon für die nächste Generation. Die Familie ist eigentlich alles. Ne? Das ist das, was es ausmacht. Familienweingut, das muss Hand in Hand funktionieren. Ne? Allein geht es nicht. Das muss schon alles, da muss jeder mitmachen. Ne? Du auch bald, gell? Früher als Danny bist vielleicht, gell? Na, als ich jung war, als ich 13, 14 Jahre alt war, musste ich auch mit in die Weinberge. Damals habe ich noch nicht so Spaß dran gehabt, wenn ich ehrlich bin. Hat mich der Opa mitgenommen nach der Schule. Ne? Hätte ich auch gerne eine andere Sache gemacht. Aber im Nachhinein betrachtet war das schon eine tolle Geschichte. Da habe ich viel gelernt. Weinbau hat viel mit der Tradition zu tun, viel mit dem Bauchgefühl. Das lernt man nicht in der Schule. Das muss man von der Alte lernen. Läuft's? Tradition im Weingut Becker auch. Der Vorname für den männlichen Erben. Friedrich natürlich. Vom Enkel bis zum Großvater. Er ist der alte Fritz oder halt der Chef. Ne? Und ich bin der junge Fritz oder der Fritzel. Hm? Und er ist der Friedrich. Aber er ist hungrig. Von daher, die Chancen stehen gut, dass er mal ein großer wird, ne? Der große Fritz. Viele Wochen im Jahr reist der junge Vater und Hardrock-Fan aber rund um den Erdball, um Bäckerwein zu verkaufen. Wo Genie und Wahnsinn sich verbinden, Worte nicht nach Lügen stinken, gibt es noch einen anderen Weg, der steinig ist, aber den es lohnt zu gehen. Mancher Wein ist erst entstanden, weil ihm in Finnland oder Japan die Idee dazu kam. Wildschwein, Wildwein, ne? Die Japaner sind ja gerade auf sowas fixiert. Ne? Da ist er, der Rode. 2012. Das war für ein Restaurant in Tokio, das sich spezialisiert hat auf Wildschwein und Schweinefleischgerichte. Die wollten ein Etikett. Einen guten Wein mit einem Etikett mit dem Wildschwein drauf. Kam gut an, der Wein, hat sich gut verkauft und ja, mehr und mehr Leute wollen den Wein haben. Ja, das habt ihr ja alle nicht verstanden. Das Lied sagt, dass die Pfalz das schönste Land von Deutschland ist. In der Pfalz war auch das Paradies. Und wenn ihr es nicht glauben wollt, so zeigen wir es euch. Habt ihr schon einmal etwas von der Deutschen Weinstraße gehört? Sie beginnt hier am Weintor bei Schweigen.
Das Deutsche Wander ist halt gebaut worden 1936, innerhalb von 6 Wochen oder so. Jede Gemeinde umliegend hat einen Auftrag gehabt. Der eine musste Steine besorgen, der andere Holz, der andere den Kies und alles. Innerhalb einer ganz kurzen Zeit stand das Ding. Und dann haben die Leute Kraft durch Freude hergefahren mit Bussen und zum Trinken und, so weiter. Und dann haben sie versucht, den Weinkonsum zu erhöhen. Und das ist ihnen teilweise auch gelungen dadurch. Das war der ausschlaggebende Effekt für das Deutsche Weintor. Weil eben die Weinhändler, die Juden, waren immer da. So. Und jetzt haben sie zu spät gemerkt. Weil das Elsass so oft Herrscher, Sprache, Kultur wechseln musste, war auch Schweigen einmal Grenze zum Elsass, dann wieder mittendrin im Deutschen Reichsland. Launen der Geschichte. Bis irgendwann die Weißenburger keine Lust mehr hatten auf ihre Weinberge und sie ihren Schweigener Arbeitern verkauften. So, und hier ist jetzt der Punkt, wo die Landesgrenze ist. Das ist die Grenzstadt. Also wenn wir jetzt drüber fahren, ist Frankreich. Nach 1945 wollte man keine Deutschen in Frankreich mehr sehen. Auch keine Winzer. Und doch gehörten die französischen Weinberge ihnen, waren rechtmäßig erworben. Und von den Weißenburgern hatte keiner Interesse, sie zurückzukaufen. Hier sind jetzt die 120 Hektar Weinberge, die deutsche Winzer auf französischem Boden bewirtschaften. So, hier kommt jetzt der Blick nach Weißenburg zur Kathedrale St. Peter und Paul. Dieser Blick fasziniert mich eigentlich immer wieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Begegnungen zwischen den Menschen hüben und drüben immer seltener. Die deutschen Weinberge kamen unter französische Zwangsverwaltung, wurden sequestriert. Guck mal, ist das nicht kurios? Da. Bayern, 1826. Und da vorne steht der Nächste. Wieso Bayern? Weil die Pfalz mal zu Bayern gehörte. Oder umgekehrt. Viele sagen, Bayern hat mal zur Pfalz gehört. Ist das jetzt auch die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich? Ja, natürlich. Ja. Das ist die Staatsgrenze. Von da zu dem Stein zu dem Stein. Und von dem Stein steht ohne wieder einer. So zieht es da hin und her. Ohne jegliche Vernunft eigentlich. Das zieht quer durch die Weinberge. Was soll ein Winzer machen, wenn er seine Weinberge bestellen muss, aber eigentlich nicht darf? Es war schon noch sichtbar und fühlbar, dass das eigentlich zwei Länder sind. Und da weiß ich noch, wie der Großvater und der Vater gesagt hat, wir müssen wieder nach Weißburg auf die Marie, da Agosemar abholen. Agosemar ist so ein Begriff. Und Agosemar, das war eigentlich die Beschreibung einer Kuh, eines Traktors, der wichtig war, wenn du nach Weißenburg in die Weinberge wolltest. Und das hat sich erst 1957 geändert, dass dein Kaiser sagt, gut, wir dürfen wieder rüberfahren, die Weinberge, wir dürfen die wieder bewirtschaften. Platz, hopp, Sitz, Platz, Sitz, hopp, Platz. Will er nicht. Die deutschen Weinberge auf französischem Boden. Sie blieben ein Stachel in der deutsch-französischen Beziehung. Erst 1988 konnten die beiden Freunde Kohl und Mitterrand das Problem lösen. Bei einem Treffen in der Pfalz. Und jetzt zieht Hans Trapp durch Weißenburg, der dunkle, böse Geselle des lieben Christkindls. Er erschreckt die Kinder, will sie einsperren, auf sein Schloss entführen. Ein Reichsritter war er in Wirklichkeit. Und auch Fritz Becker, wie alle Schweigener, kennt den angsteinflößenden Trapp aus seiner Kindheit. Böse Kindheitserinnerung, hat der Vater immer gesagt, wenn ich brav bin, hol ich den Hans Trapp. Der hatte gegen das mächtige Kloster gekämpft, dem früher alles gehörte. Der Wein, die Menschen, ja, ganz Schweigen. Schweigen war ein Viehhof im Kloster Weißenburg. Zwega heißt es, das heißt Viehhof, lateinisch. Viehhof von Weißenburg. Heute kommt aus Schweigen der Wein, der in den besten Restaurants von Hongkong, Japan, New York getrunken wird. Nur nicht hier im Elsass, 2 Kilometer weiter. Wir haben ja ein Riesenproblem, dass wir in Frankreich so gut wie keinen Wein verkaufen. Die Weißenburger wissen gar nicht, was in den Schweigen für gute Weine wachsen. Das ist ein Hauptproblem. Müssen wir noch dran arbeiten.
Zwei Stunden später ist Friedrich Becker in Birkweiler bei seinem Freund Wehrheim auf dem Weingut zur Rotweinprobe mit abschließendem Weihnachtsmahl. Ein Ritual seit 15 Jahren. Du riechst die Süße und den erdlichen Ton. Die fünf Freunde nennen sie sich. Und sie waren die ersten, die sich zusammengeschlossen hatten in der Südpfalz, um große Weine machen zu können, um voneinander zu lernen. Damals war das etwas ganz und gar Unerhörtes. Um Gottes Willen, da zum anderen Winzer in den Keller geht, das war unmöglich. Ne? Oder dass jemand die Sprache könne, der hat gesagt, was willst du jetzt, das verschwindest. Ne? Und das hat sich damals, das war die Südpfalz, das war die Intention, dass die fünf Freunde das machen können. Wir wussten das. Kinder, wie die Zeit vergeht. Wir haben aber dafür gekämpft. Dann sind wir zusammen auf Messen gefahren, haben uns Weine gezeigt. Ja gut, da sind die Leute stehen geblieben, sind sie vorbeigelaufen. Aber das waren die Anfänge. Wir waren zu fünft, wir waren nicht allein, wir waren zu fünft. Und das hat uns den Rücken gestärkt, dass wir nicht aufgeben, dass wir weitermachen. Man probiert, blind, ohne Kenntnis der Etiketten. Man bewertet und man kocht. Und eigentlich war an der ganzen Chose mal wieder der alte Fritz schuld. Fritz Becker hat damals den Weihnachtstee um 4 Uhr, um 6 Uhr beendet und hat gesagt, jetzt hat er Hunger. Und dann hat er unsere Bestände rausgeholt aus dem Kühlschrank für Weihnachten. Und hat aufgefuttert quasi die ganze Gruppe. Und so ist also dieses Fest zustande gekommen. Wein trinken, sich darüber streiten. Aber heute werde ich auf die Barrikade gehen. Wenn der jetzt nichts wäre, dann aber wirklich. Und die Jungen machen mit. Sollen sie es trinken, aber wir brauchen es nicht. Zusammensitzen, miteinander essen, Freunde sein. Wir haben ganz typisch heute Abend sehen können, wie unterschiedlich die Meinungen von uns fünf Freunden sind. Aber genau das sind die fünf Freunde. Niemals eine Meinung. Und dann gibt es auch richtig Zoff. Und das ist unser Erfolg. Und so soll das weiterhin auch bleiben. Das Frühjahr ist gekommen. Die Mandelblüte an der Weinstraße dieses Jahr mindestens 3 Wochen früher als sonst. Was alle anderen freut, ist für die Winzer ein großes Problem. Denn die Vegetation ist viel zu früh dran. Der Austrieb ist schon da. Dieses Jahr haben wir ein Riesenproblem, und zwar die Eisheiligen sind noch nicht vorbei. Das heißt, es kann noch jederzeit nachts Frost geben. Und das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Jetzt durch den weiten Austrieb jetzt schon sind die Reben so empfindlich, dass 2-3 Grad minus, dann ist alles kaputt. Die Augen, die jetzt ausgetrieben sind, die Früchte hängen jetzt da drin. Das sind die Trauben für nächstes Jahr, also für dieses Jahr, ne? Die da. Und wenn die nicht mehr da sind, gibt es keine Trauben. Das heißt, die Rebe treibt nochmal aus, aber hat keine Frucht. Frost im Weinberg. Für die Winzer war das schon immer ein Albtraum. Früher haben sie Ölöfen reingestellt und haben dann Altöl verbrannt. Aber das war stank wie verrückt und es ist auch nicht richtig. Das ist schwierig. Der Feldschütz hatte früher die Aufgabe, gefährliche Tiefsttemperaturen sofort zu melden. Das gesamte Dorf war dann in Aufruhr. Ging es doch um die Existenz ganzer Familien, Höfe, Dörfer. Auch heute noch wäre das eine Katastrophe. In den letzten 20 Jahren ist das noch nicht mehr der Fall gewesen, aber jetzt dieses Jahr habe ich eigentlich Angst davor. Es könnte schon sein, dass es passiert. Noch immer hilft kein Mittel gegen Spätfrost. Auch die Winzer heute zünden noch Feuer an im Weinberg mit Rebholz oder Paraffin. Sogar mit Hubschraubern versucht man es. Ihre Rotoren sollen warme Luft von oben in die Weinberge drücken. Aber die Natur lässt sich nicht bezwingen. Das Schlösschen und der alte Fritz. St. Paul ist die ehemalige Verteidigungsanlage des Klosters Weißenburg und ein Schicksalsort in seinem Leben. Um St. Paul herum liegen einige seiner besten Weinberge. Ich habe immer mitgemusst ins Feld. Da bin ich da vorne am Tor gesessen und habe reingeguckt und habe gedacht, da möchte ich schon irgendwann mal rein. Wie es da ihn aussieht, das konnte ja kein Mensch. Und dann habe ich mal reingedurft und dann, ja. Es war ein besonderer Tag für mich. War schön. Ja, wo ist er da, mein kleines Mädel? Ajo, wo ist er da, mein Mädel? Ajo, du hast Besuch. Ajo,
Komm her. Heute sind die Bewohner von St. Paul Freunde von ihm. Und früher, am Anfang, waren sie seine ersten Kunden. So, jetzt haben wir's. Ein langer Weg nach oben. Aber am Ende wird man belohnt. Das ist der Turm. Der Traum meiner Jugend, mal da oben zu stehen und da mal runtergucken zu dürfen, das war Kindheitstraum. In St. Paul hatte er begonnen. Der lange Weg des Friedrich Becker zum Erfolg. Ja, Kloster Weißenburg, natürlich. Hier im Pauliner Schlösschen trafen sich Architekten und Künstler beim Besitzer Lothar Schwarzwälder, einem renommierten Ingenieur. Alle liebten sie Wein und ausgiebige Trinkgelage. Ein Wiedersehen nach langer Zeit. Ich war beim Bernhard voller Verzweiflung in Jokrim und habe gesagt, hey, man kann in der Pfalz kein Wein mehr kaufen. Und hat der Bernhard gesagt, warte mal, ich schenke da ihm welche ein. Ich hab da einer. Der hat zwar noch keine gescheite Etikette, aber ein gescheiter Wein. Die Künstler liebten die Becker Weine, aber nicht seine Etiketten. Vor allem nicht der Kunstprofessor Erhard aus Karlsruhe. Dann hat Hansmann den Erhard mich mal zur Seite genommen. Er hat gesagt, Fritz, ich trinke deinen Wein unheimlich gern und ist gut, aber dein Etikett ist richtig scheiße. Suxa. Das ist was von neobarockes Brauerei-Etikett. Ja, ich sagte, ich mach dir eins. 8 Tage später hat er angerufen, kannst du rüberkommen. Und das sind die Lothar Schwarzwälder und ich rübergefahren nach Knielinge, da hat er sein Atelier gehabt. Da haben wir diesen Linolschnitt, der da steht, hat er da gehabt und gesagt, das ist dein Etikett. Das ist nach wie vor das Etikett, was wir auf jeder Flasche haben. Und dann mit dem identifiziere ich mich voll und ganz. Wie kam es zu diesem Motiv? Es war eine Fabel von Jean de La Fontaine, die dem jungen Wilden so gut gefallen hatte. Für ihn ein Symbol für die damalige Misere des Südpfälzer Weins. Der Fuchs ist ein sehr schlaues Tier und guckt sich die Traube alles an und versucht hochzukommen und kommt nicht hoch. Dann sagt er, ich will die eigentlich gar nicht. Die sind mir viel zu sauer. Dann hat er sich darüber weggetröstet, dass die Persiflage davon ist gewesen, damals auf unseren sauren Wein. Und das hat genau gepasst. Hier im Garten des Pauliner Schlösschens wurden die frühen Weine von Fritz Becker auf ihre Tauglichkeit geprüft. Hier mussten sie bestehen, bei der Künstler-Bohème, die den Bäckerwein so liebte und ihn unmäßig trank. Frag mal, was der Schwarzwälder mit seinen Freunden getrunken hat. Nicht wenig. Mein lieber Mann. Ich weiß noch, wie wir es kennengelernt haben, an dem Mann, du weißt noch mit mir. Du bist oben im Bett gelöscht und hast geschlafen. Wir sind die Hunde gestanden, voll wie die Haubitzen. Das war die Bernhard noch dabei. Nein, der Lutz, Wilma, der Lutz war dabei und Fritzi. Da sind wir da gestanden und haben oder an die Freunde gesungen, Beethoven. Tatsächlich? So, ja. Lothar vorne gedreht. Das heißt, ihr wolltet singen, ne? Und auf einmal reicht er unten, bist du durch, du? Weil der Schwarzwälder hat die Regie geführt wieder. War alles nur ein Zufall? Diese Begegnung auf St. Paul zwischen jungem Weinmacher und der Bohème? Weißt du, wenn so eine saure Brühe gehabt hättest wie ich am Anfang und hättest diese Spinner von Kunstakademie-Leuten gehabt in Karlsruhe, dann hättest du den Wein selber saufen können. Und dann hätten kein Mensch getrunken, das war so. Für Fritz Becker war es kein Zufall. Es war Fügung. Und er ist tief dankbar dafür. Je älter das wird, je klarer siehst du das, ne? Denn das hätte ich vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so gesehen. Aber mittlerweile wird mir das ziemlich deutlich, dass es so war und so gelenkt wurde. Mit allem Drum und Dran. Es ist Hochsommer im Pfälzerwald. Männertag für die 5 Freunde und ihre Söhne. Ein Tag zum Angeln und zum Aushecken neuer Projekte, mit denen die Weinwelt draußen mal wieder aus den Angeln gehoben werden soll. Tiefenentspannt. Das ist Ratatouille auf Belgisch. Das gibt's dann nachher, das hole ich dann raus aus der Grillpfanne und stelle es warm. Und das gibt's dann nachher zur Forelle dazu.